Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ihr wisst ja, ich hatte Probleme mit dem Armaturenbrettausbau. Also ich habe euch ja theoretisch erklärt, wie es geht. Habe euch dann allerdings auch mitgeteilt, dass es bei mir leider nicht so funktioniert und dass ich das ganze Metallgestänge rausnehmen muss. Ich habe dann auch schon mal angefangen hier zu demontieren. Also man sieht hier das Lenkgestänge. Das ist dort oben verschraubt. Jetzt will ich genau hier weitermachen und zwar einmal den Sicherungskasten hier abschrauben. Also hier ist der geschraubt und da oben auf der anderen Seite, da ist der geschraubt und da. Ich werde einfach anfangen, jetzt alle möglichen Schrauben hier zu ziehen oder zu gucken, wo sie sind. Und für euch gibt es eine Timelapse und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Tipp noch am Rande, ja, sind alles 10er Schrauben. In diesem Fall empfehle ich euch eine Langnuss zu nehmen, gegebenenfalls noch eine Verlängerung. Dann kommt ihr auch überall besser dran. Nächstes kommen natürlich die Kabelklammern dran, also die Klammern, wo halt die ganzen Kabelbinder dran sind. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so genau sieht. Da oben ist auf jeden Fall eine. Und auch die werde ich jetzt alle suchen und dann einmal abmachen. Und dann, wenn irgendwelche sind, die man nicht offensichtlich sieht, dann werde ich euch das gleich mitteilen. Und ja, ich stelle euch dann mal wieder beiseite. Zwei solche Clips und zwar einmal hier und einmal der hier, ja, einmal hier und einmal der hier. Die sind von hinten wie alle anderen auch ganz normal geklippt, allerdings sie ein bisschen fummeliger rauszubekommen. Ja, ist allerdings wichtig, damit ihr das dann hinterher ohne Probleme alles rauskriegt. Start.
So. Ich mache das einmal raus. Das ist das ganze Radiokabelgedönse. Und dann haben wir hier einmal das raus. Radiokabelgedönse. Ja. Ja, und da hinten befindet sich dann noch eine Schraube. Und dann heißt es, hier hinter der Türverkleidung weiterarbeiten, also beziehungsweise hinter der Armaturenbrettverkleidung weiterarbeiten, und zwar einmal hinter der. Ja, und ich habe das Auto jetzt einmal rausgeschoben, um die Schraube hier vorne zu lösen, weil die, man sieht es da unten sehr gut, ja, da sieht man es, weil die das Ganze quasi einmal an der Karosserie festhält. Und dann werde ich mal schauen, was sonst noch für Schrauben gelöst werden müssen. Übrigens, so ein leergeräumter EJ6 lässt sich schon deutlich entspannter schieben. Ja, da auf der Beifahrerseite sitzt da hinten eine Schraube, die das Ganze an die Karosserie festhält. Und die werde ich jetzt auch einmal lösen. Ich habe gerade übrigens auf der Fahrerseite noch zwei Schrauben entdeckt. Die hier und ein Stückchen weiter hinten. Ja, da unten. Da sieht man sie. Ja, die halten das Ganze auch noch an der Karosserie fest. Auch die werde ich jetzt mal abschrauben und dann schauen, ob das Ganze abgeht. Ja, ich würde sagen, ich war erfolgreich. Ja, also das Armaturenbrett, unschwer zu erkennen, ist raus. Samt dieser Metallkonstruktion, also man sieht sie hier sehr gut. Wenn ihr das Ganze raus habt, dann werdet ihr sehen, dass ihr noch einige Kabel abziehen müsst. Zum Beispiel hier unten das Kabel von der Radioantenne. Ja, es sind halt so Kleinigkeiten, die müsst ihr dann auf jeden Fall nachträglich abziehen. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das Armaturenbrett mit dem ganzen Metallgestänge rausnehmen muss. Das hatte ich ja im letzten Armaturenbrett-Video gesagt. Also wer das nicht gesehen hat, da oben könnt ihr das zur Not nochmal schauen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und ich habe jetzt die restlichen Schrauben, die an dem Metallgestänge gewesen sind, auch noch lose gemacht. Ich habe jetzt im Einzelnen nicht alle gezeigt, weil wenn ihr das so ausbauen solltet, was übrigens ganz nebenbei die einfachere Variante ist, dann könnt ihr das gerne selber nachschauen. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist wirklich mit diesen Clips für die Kabel, zieht die einfach raus, guckt, dass die am besten heile bleiben natürlich, dann könnt ihr das wieder an das Metallgestänge dran klippen und das wieder separat einbauen. Ging auch tatsächlich sehr gut und ist auch gar nicht mal so schwierig, das Ganze dann rauszuheben. Also das geht auch super alleine. Und dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Däumchen da, Kommentar, ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.